Wir sind hier am Projekt Storchennest dran. Wir sehen hier hinten, wie die Elemente zusammengeschraubt werden. Später werden sie dann mit den ganzen Strohballen ausisoliert. Die Strohballen haben hier den Zweck für Isolation und auch als Putzträger. Die Elemente, die wir hier machen, sind alle auf Grössen der Ballen geplant worden. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Elemente auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Beim Projekt Storchennest ist der Aspekt vom Ursprünglichen das, was der Mensch ganz direkt anspricht. Mit diesen Wänden aus Stroh, Holz und Lehm haben wir eine Konstruktion, die auf der einen Seite das Ursprüngliche in sich trägt, auf der anderen Seite durch die Art der Produktion absolut zeitgemäss ist. Die zwei Häuser stehen am Rand einer Landwirtschaftszone. Der Ausblick in die Umgebung ist ein wichtiger Teil des Projekts. Darum ist es schön, haben wir mit einem Produkt, das ebenfalls aus der Landwirtschaft ist, arbeiten. Ja, warum bauen wir ein Haus aus Stroh und Lehm für die ganz kleinen Kinder, kann man sich fragen. Es ist konzipiert von A bis Z. Dort darauf hin, dass man hier zur Ruhe kommt. Lehmwände sind auch etwas Besonderes, haben gute Isolationswerte, sind gut für den Schall, sie sind gut für die Luftfeuchtigkeit. Im Lehmbau hat man kaum Handyempfang. Ich glaube, so Orte werden in der Zukunft immer mehr gesucht werden und nötig sein. Orte, die geschützt sind vor Strahlung und wo die Eltern wieder Möglichkeit haben, in Kontakt zu kommen mit ihrem Kind ohne Ablenkung.